Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute wieder mal verteilt über den Tag mit. Heute ist bei uns ein ganz normaler Tag. Allerdings hat Carlos frei. Aber sonst, ja, wir sind alle zu Hause. Carlos macht gerade den Rasen. Ist aber schon fast fertig. Ich zeige ihn euch mal. Beziehungsweise den Rasen. Es ist total schönes Wetter. Also ich bin hier mit so einem Top. Es ist aber viel zu warm. Draußen an der Sonne. Die Kinder, die haben zwar, also Giano läuft mit so einem Jäckchen. Melina mit Einhornpullover, den sie gar nicht mehr ausziehen möchte. Aber mir ist warm. Vielleicht auch, weil ich hier gerade viel gemacht habe. Ich habe schon Sachen eingeräumt, waren kurz einkaufen. Luisa schläft gerade. Genau, wir haben Essen in dem Backofen. Die Kinder haben sich Pommes gewünscht. Ich mache die Pommes immer sehr gerne in den Backofen statt in die Fritteuse. Ja, ohne Öl finde ich immer besser, vor allem auch wegen meiner Leber, ne? Genau, und eine Schale habe ich jetzt einfach dazu reingelegt, beziehungsweise der Carlos. Jetzt wollte ich gucken, was das für Fleisch ist. Ich zeige euch das gleich einfach. Ich glaube, das ist Hähnchen oder Pute. Keine Ahnung, ich zeige euch das gleich. Genau, sonst wollten wir uns noch einen Salat machen. Ich will Carlos gleich mal fragen. Wir wollten nämlich heute von unserem Feldsalat essen, den wir im Garten haben. Okay, also Carlos hat mir gerade mitgeteilt, Salat machen wir dann später mit Wraps. Genau, das zeigen wir euch auch gerne, wie wir es machen und so weiter. Einige von euch hatten sich das ja doch gewünscht, dass wir ein bisschen mehr zeigen, wie wir Tisch decken und Essen vorbereiten. Deswegen dachte ich mir, okay, heute drehen wir mal so einen ganz normalen Familienalltag. Und zeige euch mal solche Sachen eben ein bisschen mehr als sonst. Für die Kinder, die haben Spaß. Essen ist aber auch in 5 Minuten fertig. Bei Tischdecken, das ist immer so, ist es unterschiedlich. Manchmal mache ich das, manchmal auch dann Carlos das nur. Manchmal wollen die Kinder das aber auch machen. Also ich frage dann immer, Kinder, wollt ihr mithelfen, wollt ihr das machen? Manchmal sagen, ja, wir wollen das alleine machen. Klar, ich weiß gar nicht, ob ihr mich gut hören könnt, weil der Carlos, der ist ja doch ziemlich laut. Ja, also wenn die das selber machen wollen, dann dürfen die das natürlich auch machen. Am Wochenende nehmen wir uns dafür mal ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, wir machen den, oder ich mache den Tisch ein bisschen schicker und so weiter. In der Woche sieht das Ganze dann ein wenig anders aus. So, jetzt wird erstmal die Hände gewaschen, denn Melina und Giano haben mit dem Rasen da gespielt. Ja, so ein bisschen Seife, Schatz. Wie war hier das? Das ging daneben. So, dann einmal Hände waschen. Sollen wir den Pullover ausziehen? Der ist schön, aber der ist auch schön warm, ne? Ja, ich weiß, sie hat den so gern. Da ist vorne ein Einhorn drauf. Zeig mal deinen tollen Einhorn. Wo ist dein Einhorn? Zeig mal. Tada! Richtig hübsch. Ja. So, also Melina hat die Hände schon gewaschen. Jetzt bist du dran, Giano. Komm, genug damit gespielt. Ja, wir wollen jetzt essen. Wir waren singen. So, und unter Wasser. Also noch ist der Tisch nicht gedeckt. Machen wir jetzt. Ja, aber das Auto muss da weg. Wo ist denn Teller? Wo sind die Teller? Die haben wir noch nicht rausgenommen. So, dann sucht mal aus. Eine Farbe. Also Pommes und Kroketten. Die gibt es auch noch dazu. Genau, so sieht die Schale aus. Das ist jetzt Hähnchen mit weißer Spargel. Sieht richtig gut aus. Ja, die Melina, die hat hier aus dem Kühlschrank alle Soßen geholt. Ja, alle sind es nicht, aber fast alle. Mayo willst du haben? Mache ich hier drauf. Die Kinder wollen mit mir Verstecken spielen. Vorher werde ich aber Wassermelone schneiden. You want Wassermelone, ne? Genau, Wassermelone. Wir haben eine Mini-Wassermelone, kernarm.
Ich bin gespannt, wie diese ausschaut, wie diese schmeckt. Ja, mache ich jetzt. Und dann können wir verstecken, ja? Und wollte noch so einen Obstteller machen. Den mache ich aber später. Nee, das ist so. Das ist nur auf einer Seite kurz. Komm, Mama schneidet die auf. Ich habe die jetzt einfach mal halbiert. Die sieht ganz okay aus. Mal gucken, ob die auch wirklich süß ist. Ja, aus Spanien ist die. Kern habe ich jetzt so weit, wie es geht, rausgenommen. Es waren ja doch einige. Was möchtest du? Die? Weil die haben schon recht viel gegessen. Was möchtest du? War gut? Wassermelone? Ich fand die ganz gut, die war okay. Ja, Mama zieht sich jetzt noch, ich ziehe mir noch einen Pulli an und dann ich will verstecken. Ich suche, du versteckst dich? Du suchst? Okay, dann los geht's. Ich habe mich hier im Shop versteckt. Piep! Sonst sucht er mich den ganzen Tag. Nicht. Piep! Oh, er kommt. Er kommt, er kommt. Buh! Die Kleine ruft? Ich komm dich suchen! Da wolltest du dich verstecken! Komm, mein Schatz! Wir haben uns hier hinter der Tür versteckt. Wir müssen leise sein. Du bist zu laut. Sie kommt. Boom. Also bin ich gerade mit Zählen dran. Ich wollte euch gleich noch zwei Produkte zeigen, also zwei Brillen. Vorher gehe ich jetzt die Kinder suchen. Darf ich kommen? Ja. Ich komme! Hatte ja eben erwähnt, dass ich euch Brillen zeigen möchte. Und zwar habe ich zwei Sonnenbrillen bestellt auf Amazon. Und die möchte ich deswegen zeigen, weil der Preis stimmt, die Qualität stimmt. Ich finde die so schön. Und ja, habe mir direkt zwei bestellt. Also ich zeige die euch jetzt einfach mal. Zu einer möchte ich nämlich noch ein bisschen mehr erzählen. Genau, also wie die ankamen, vielleicht erstmal dazu. Ich kriege dafür kein Geld, also ich verlinke euch gerne den Link dazu, zu den zwei Brillen. Wir haben da auch noch viel mehr. Das sind jetzt so zwei durchsichtigen, mit dem durchsichtigen Gestell. Aber die haben da noch viel, viel mehr Auswahl und die sind richtig günstig. Die haben jetzt je unter 20 Euro gekostet und ja, so kommen sie an. Also ich habe jetzt diese zwei in einem größeren Paket und ich fand das schon krass, also für so wenig Geld so eine Verpackung zu bekommen. So, wenn man es öffnet, sieht es so aus. Dieses Zettel, ja, es ist runtergefallen. Sungate. Das nimmt man einmal so raus. Ja, die Kinder sind hier, die sind gerade am Spielen. Die wollen eigentlich die Brille sehen. Dann macht man das eben hier so auf und ich zeige euch, was alles dabei ist. Also für den Preis wirklich Hammer. Und deswegen dachte ich mir, okay, das ist es auf jeden Fall wert. Diese Brille werde ich auf jeden Fall zeigen. Und wahrscheinlich kaufe ich mir noch eine dritte. Ja, das war jetzt auch noch dabei. Dann ist einmal die Brille hier eingepackt in so eine Tütchen, ja, was du auf und zu machen kannst, also wiederverwenden kannst. Und dann hast du hier, also den habe ich noch gar nicht geöffnet. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Einmal so ein, ja, so eine Tasche halt, wo du die Brille reinmachen kannst. Sieht auch total schick aus. Da steht auch nochmal die Marke drauf. Und dann ist noch was dabei. Das hatte ich allerdings schon geöffnet beim anderen. Da war ich zu neugierig. Und zwar ist da einmal so ein Tuch dabei. Ja, so ein Brillentuch. Und das andere, also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wahrscheinlich für den Schlüssel, also Anhänger. Den kannst du hier auf beiden Seiten öffnen oder auf drei Seiten, genau. Und das ist so eine Art kleiner Werkzeugstift. Wenn man hier so dreht, dann hast du da halt so einen kleinen Schraubenzieher und so. Also total süß. Wahrscheinlich um die Brille Träger
enger, breiter zu machen. Dafür total praktisch, ne? Und hier ist auch nochmal so ein Ding halt. Das andere war ein Kreuz, das ist halt nur so ein Strich. Ja, ich und erklären, ihr wisst schon. Und hier weiß ich nicht, wozu das jetzt gut ist. Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so noch nicht gesehen. Ja, dann die Brille. Ich zeige euch beide Brille. Ich mache die andere auch noch eben auf. Also brauche ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Ist alles nur das Gleiche. Genau, ich hatte ja gesagt, ich bekomme dafür kein Geld und nichts. Wenn ihr aber auf den Link klickt und darüber genau diese Brille bestellt, dann kriege ich dafür von Amazon selbst halt ein bisschen Geld. Nur mal so nebenbei. So. Also vielleicht zeige ich euch erstmal diese Brille. Diese Brille sieht nämlich total ähnlich aus wie meine schwarze normale Brille, die ihr ja kennt. Genau. Und ich hatte, also ich brauche unbedingt eine neue, weil diese total viele Kratzer vorne hat. Und möchte gerne so eine nochmal, aber als, ja, in durchsichtig, ne? Also die Träger und die Brille, dieses ganze Gestell soll eben durchsichtig sein. Und ich dachte mir dann einfach, okay, habt ihr gesehen, das ist halt genau so eine. Brille aufmachen? Nein, du darfst die angucken. Ja, Mama, die jetzt auf, dann darfst du sehen. Mama zieht die an und dann darfst du gucken. Du musst erst mal so gucken. Guck mal, die sieht aus wie meine schwarze. Wie findest du die? Du willst die mal anziehen? Darfst du gleich. Erstmal die Mama. Also, jetzt hat meine schwarze Brille. So sieht diese aus. Die ist ja halt so ein bisschen spitz, also wie so ein, ja, Katzenauge. Und sonst sieht die aber sehr identisch aus mit meiner schwarzen Brille. Und setze sie jetzt mal auf. Also so eine möchte ich dann tatsächlich mir jetzt demnächst kaufen. Das ist Müll, das brauchen wir nicht. Ich ziehe die mal eben auf. Von der Größe her finde ich es einfach perfekt. Ich meine, ich bin jetzt gerade nicht fertig gemacht, dann sieht das halt ein bisschen komisch aus. Aber ja, so sieht die Brille aus. Und ich bin mega zufrieden. Ich mag ja solche Brillen, die ein bisschen größer sind. Das war auf jeden Fall der Grund, warum ich mich für diese entschieden habe. Und ja, ich liebe die. Ich mag es einfach. Jetzt kommt Nummer 2. Also wieder so eingepackt. Dann sind sie nochmal in so Folie eingepackt. Also finde ich total gut. Genau, auch diese ist durchsichtig. Und zwar ist hier die Bearbeitung, ja, kann man das sehen? Wie so ein Diamant, seht ihr das? Ich finde das richtig hübsch. Die ist ein wenig rund als die andere. Von der Größe her sogar noch größer. Also wenn man die jetzt hier so, ne? Ach, andersrum. Noch ein bisschen größer. Ja, es geht eigentlich. Und die finde ich ja richtig stylisch. Also richtig cool. Ich ziehe die mal eben an. Und die schaut so aus. Mir gefällt tatsächlich die andere, glaube ich, ein wenig besser, vor allem für den Alltag. Und das, je nachdem, wenn man sich ein bisschen schicker anzieht, schön geschminkt ist, also, ne, und passenden Outfit dafür anhat, finde ich die wirklich sehr schön. Könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Brillen so findet. Ich bin momentan total auf so, also ich mag momentan total dieses Durchsichtige. Und ich werde die jetzt erstmal so einiger Zeit tragen. Und wenn sie mir dann immer noch gefällt, dann werde ich tatsächlich für die andere Brille, weil das ist ja so eine fürs Autofahren, ne, die ich ja unbedingt benötige, dann werde ich tatsächlich dann halt so eine kaufen. Ja, ich freue mich total darauf. Ich trage ja eigentlich so, ab und zu mal gerne Brillen, aber zum Beispiel fürs Autofahren, genau dafür benötige ich die und da hasse ich es, ne? Und was mich vor allem stört, ist halt dieser Rahmen. Die ist ja Brill, die ist ja schwarz und bei dem hier habe ich irgendwie gar nicht so das Gefühl, also dass da dieser Rahmen, der ist ja eigentlich schwarz, ne, bei mir und der stört tatsächlich und so überhaupt nicht, also... Das ist definitiv für diese die neue Brille. Ja, mir gefällt es sehr gut. Carlos hatte die auch schon gesehen und meinte, die sind ganz schick. Und jetzt wollen die Kinder die anprobieren. So, Kinder, jetzt dürft ihr einmal. Aber nur einmal und ganz kurz.
Luisa und ich, wir haben noch hier ein bisschen gekuschelt. Und jetzt werde ich sie wickeln. Die Windel ist voll. Carlos wird mit Melina zum Kinderarzt gehen. Die hat heute ihre U7, nachdem es zweimal oder sogar dreimal verschoben werden musste. Von unserer Seite sowie auch von der Seite vom Doktor. Ja, der Carlos, der würde das jetzt übernehmen und fährt mit Melina und ich bleibe mit den zwei zu Hause. Das geht aber, also müsste eigentlich recht schnell gehen. Die Luisa wird jetzt gewechselt. Ich habe jetzt einfach so ein Handtuch genommen. Ich war jetzt zu faul, eine Wickelunterlage zu holen. Wir schauen mal eben, was der Gianno macht. Was machst du, Schatz? Alles gut? Sehr schön. Hier sieht es wieder aus. Also deren Zimmer kann man dreimal am Tag aufräumen und es sieht am Ende immer noch nicht gut aus. Ja, Schatz, ja. Luisas Oberteil hatte ich jetzt umgezogen. Es war nass, hat sie voll gespuckt. Ich wollte jetzt noch eine Waschmaschine anmachen, obwohl wir draußen noch ganz viele Klamotten haben, die momentan trocknen. Aber momentan ist der Wäschekorb ständig voll. Könnt ihr das sehen? Da ist ein Wäscheständer, der ist komplett voll. Und da ist noch einer. Aber es muss gemacht werden und mit so einem kleinen Baby ständig ist was schmutzig. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Luisa am Tag umziehe. Bestimmt dreimal. Ja. So, wir gucken mal, welcher voller ist. Der ist voll. Der dunkle. Guck mal, hat hier noch welche. Guck mal, mach mal hell auf. Oh ja, wir nehmen den mit. Einmal zumachen. Upp, den nehmen wir mit. Den machen wir aber auch zu. So, mach mal hell. Wir machen das so. Oh, mein Schatz, Entschuldigung. Das ging meine Hand zu. So, oh, mein Schatz. So. Schwer, ne? Der ist aber auch sauvoll. Gianno ist mein Helfer, er schiebt das jetzt so. So, haben wir das Tuch hier hoch. Upp. Und, opa, pass auf, Schatz, beide so Finger weit wieder. Ne, den muss man weiter dahin machen, genau. Und dann können wir so viel wie möglich reinwerfen. Boah, sind die schmutzig, die Socken. Die Melina war damit auf der Terrasse. Und rein damit. So, Waschmaschine läuft und zwar 1 Stunde 40. Dann machen wir das mal da drüber, denn die Melina, die spielt gerne schon mal da dran, die dreht schon mal da und das wäre natürlich ganz schlecht. Willst du den zurückbringen? Ist fast leer. Oder soll ich den zurückbringen? Jetzt ist der ganz leicht. Darfst aber wieder so schieben, wenn du möchtest. Musst du nicht so tragen. Wir haben gerade jetzt hier die Matratze im Wohnzimmer. Wir spielen 4 gewinnt. Und die Luisa, die sitzt, liegt hier in ihrer Wippe. Sie liegt hier total gerne drin. Na, mein Schatz? Aber wir holen von den Gelben immer wen? 4. 4? Ja, nimm du Gelb, nimm ich Grün. Mir ist egal. Was, was? Carlos meinte, was? Willst du mir? Aber anständig, ne? Wenn schon, dann sag ich mal her, hinterher liegt die Arbeit. Nee, ich mach weiter. Du kannst duschen gehen. Ja. Bis gleich. Ja, welche habe ich reingeholt? Mache ich mal hier drinnen, weil ja, muss ja draußen nicht sein. Ne? Genau. Also das hier, das ist alles von Luisa und es hängen auch noch ein paar Strumpfhosen und Socken. Echt krass, oder? Und das ist von, weiß ich nicht, und gelogen von 2-3 Tagen, mehr nicht. Jetzt wisst ihr, warum wir so viel Wäsche waschen müssen momentan. Ich möchte mir gerne helfen.
Dann einmal das hoch. Upp. Moment mal, muss erstmal ausmachen. So, jetzt darfst du aufmachen. Kannst du das? Nee, da war schon richtig, ja? Jawohl. Dann schieben wir das ein bisschen näher dran, Melina. Das kann weg, ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Guck mal hier, das ziehen wir so. So, jetzt darfst du. Was ist das? Ist das bei Luisa? Nee, das ist ein Pulli von Giano. Ist das die macht es total gerne. Nein, das ist mein Höschen. Der Passano? Ja, das ist die Hose von Giano. Das bleibt so offen, das nehmen wir mit. Bald mal mein Höschen. Melina hat sich gerade erschrocken. Die dachte, das wäre eine Spinne. Das ist aber nur Haare. Die waren da drin, in ihrer Socke. Also Melina möchte dem Papa helfen. Warte, warte, warte. Meine Maus. So, er kommt hier hin. Gut gemacht, Melina. Wir brauchen ja gleich ein bisschen Salat. Super. Ne? Ja, ein bisschen Feldsalat nehmen wir mit. Der das sieht da hinten schon richtig gut aus. Ja, aber nur ein bisschen, ne? Nicht viel. Jetzt mal gucken, was du ja. Reicht? Sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Also wir haben immer Fleisch, was schon in Soße ist. Gurke, dann Feldsalat. Dann Tomate noch, nehmen wir, ne? Wie viele sind hier eigentlich dran? Acht. Acht Stück, okay. Ja. Sechs gehen drauf. Willst du für morgen für die Arbeit mitnehmen? Ja. Okay. Wir haben aber auch noch da Panini, wenn man will. Willst du lieber die? Ich denke, ah, gucken ja, wir mal. Auch. Ich esse erstmal die. Ja. Und Soße. So, bevor ich zudrehe, genau, Soße kommt noch drauf. So sieht der Inhalt aus. Hier, Melina. Tomaten. Also, Carlos Essen sieht so aus. Hm. Ist nicht so seine Stärke, das Drehen. Und mein Essen sieht so aus. Mein Essen muss immer schön aussehen. Also ich mag schönes Essen. Da habe ich gleich mehr Appetit. Guck mal, wie mein Essen aussieht. Mhm. Tada! Wo ist meiner? Oder willst du lieber das da? Oder willst du lieber das mit Mama essen? Nee? Okay. Also ich probiere hier dieses. Vielleicht erinnert ihr euch von unserem Aldi Life Haul. Dieses Milka, wo man Cashback drauf bekommt. Genau, habe ich schon längst eingereicht, wurde akzeptiert. Und jetzt warten wir halt nur noch aufs Geld. Bin gespannt, wie dieses hier schmeckt. Ja, aber ich habe es ein bisschen probiert, schmeckt mega, aber so viel kann man davon nicht essen. Was heißt in Joa? Mächtig? Ja, ist mächtig. Also übel von ihm. Ja, also man kann nicht zu viel davon essen. Kann probiert gerade auch. Was sagst du? Schmeckt gut. Schmeckt gut? Willst du haben? Nee. Kalorienbombe. So Mädels, die Kinder liegen alle im Bett und ich habe jetzt ein bisschen Zeit für mich, Carlos für sich. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis demnächst. Tschüss.